Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und natürlich Leute, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle Leute, die mit gestern im Stream dabei waren, Leute, das war absolute Eskalation, wir haben über 20, waren wahrscheinlich ungefähr 20, ich glaube über 20, ich weiß nicht, jedenfalls 20 Packs auf jeden Fall geöffnet hier im Retro Stars Event, wir haben noch 293 plus Packs geöffnet, also es war absolute Eskalation, auch 1 gegen 1, Leute, ich habe jedes Spiel gewonnen, was ich gemacht habe. Ich habe, ich glaube, 3 oder 4 Spiele gemacht. Ich glaube, sogar 4 Spiele. Und ich habe jedes Spiel gewonnen. Und das auch gegen 192er und auch gegen Josh da. Also, Leute, das war so wild gestern. Wirklich. Also nochmal Kuss geht draußen. Alle, die am Start waren, schaut euch auch gerne den Livestream jetzt nochmal gerne im Nachhinein an. Ich bin am Freitag wieder live, dann mit neuen Spielern. Da kommen ja dann auch die neuen Spieler halt raus. Neue 111er, alles Mögliche. Weil die jetzigen sind ja gar nichts mehr wert. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ich werde natürlich jetzt ab sofort wieder alles Mögliche sparen auf dieses wilde Event. Auf diesen wilden Livestream. Ich hoffe, ihr seid dann auch alle mit am Start. Es wird auf jeden Fall zu wild. Zu wild auf jeden Fall, ja. Ich kann nochmal kurz gucken. Ja, okay. Sind halt einfach nicht rausgegangen. Mein Mondi und mein Delicht werden einfach nicht verkauft. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, EA. Ich habe es auch aufgestellt. Sie werden einfach nicht verkauft. Ich weiß auch nicht, was ich da noch machen kann. Genau, wir können einfach mal ganz von vorne anfangen hier. Retro Stars Pass habe ich mir abgeholt. Sehr schön. Also nicht den Pass abgeholt, aber eben hier meine Belohnung von heute. Arcade-Token wäre dann nochmal ganz interessant. Und ich überlege nämlich derzeit gerade, ob ich mir den Pass holen soll oder nicht. Ich denke aber eher nicht. Ich denke wirklich eher nicht. Viele haben gesagt, hol dir Yashin. Nein, ich hole mir keinen Yashin, Leute. Ich hole mir keinen Yashin, auch wenn gestern so viel gespendet wurde und was auch immer. Leute, ich hole mir einfach keinen Yashin. Nee, das bringt's nicht. Und ich weiß nicht, ob ich ihn dann wirklich spielen würde, weil es halt Mendel und Yashin. Ja, ich würde halt vielleicht mal über meinen Schatten springen, vielleicht auch einen Yashin spielen, aber ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Genau. Also, Leute, ich denke mal eher nicht. Naja, Leute, was es auch noch des Weiteren noch gab. Wir haben auf jeden Fall, ihr habt es wahrscheinlich schon mal kurz gesehen, Arcade-Kralle geöffnet. Aber auch Rad City war am Start. Da haben wir nämlich noch mal ein bisschen was rausgehauen. Und das kann ich euch am besten noch mal zeigen. Hier, komm. Zack, zack. Ich hatte Packluck. Ja, Leute, ich hatte Packluck. Ich habe einen Pellegrini gezogen. 102er im ersten Pack. Danach gab es noch einen De Vries. Das war's komplett. Ich bin jetzt nämlich schon mal ganz schön weit gekommen, kann man eigentlich schon sagen. Ich möchte mir hauptsächlich hier die 94er abholen, weil ein Tyram, ja, interessiert mich jetzt nicht so krass. Ich habe Insigne und den finde ich besser als Tyram. Auch wenn Tyram natürlich geile Stats, dies, das. Aber ich finde einfach mein Insigne geiler. So. Das will ich mal gesagt haben. Hier gibt es nämlich auch dann bald, wie schon gesagt, ich spare alles Mögliche für den Livestream auf, Leute. 94 plus Spieler wird am Start sein. Wird eine wilde Sache. Brauchen wir eigentlich wenig noch zu sagen. Das wird einfach eskaliert wieder. Und ich will mir halt demnächst dann hier ganz viele 94 plus Spieler abholen. Vielleicht ziehe ich ja irgendwann auch Kanté. Es wäre eigentlich ganz nice. Weil auch Ake ist, glaube ich, nur noch 6 Millionen wert oder so, den man hier noch ziehen kann. Und genau, Update zu den Vorteilen der restlichen Saison. Oh, schön. Schön, dass ihr ja auch mal wieder was raushaut. Dann habe ich mich nämlich auch angemeldet, habe auch im Kaugummi-Automaten, da gibt es jetzt auch, glaube ich, was Neues. Wir haben nämlich jetzt auch, ich glaube, genau kurz nach 21 Uhr, oder? Jo, haben wir. Paco Alcacer gibt es, oha, heftig. Da werde ich jetzt auch erstmal noch ein bisschen sparen, weil es gibt ja auch bald wieder Arcade-Token, 1250. Ich habe euch ja auch alles, was da kommen wird, im Kaugummi-Automaten mal im Video reingepackt. Könnt ihr euch auch gern anschauen. Ist auf jeden Fall wild. Ist auf jeden Fall wild, Leute. Da habe ich nämlich auch hier nochmal gezogen. 1,8 Millionen Münzen und auch die 500 Retro-Stars-Punkte waren am Start, Leute. Auch sehr, sehr nice. Und Leute, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem, worauf alle gehört haben. Ich habe so dermaßen viele Packs geöffnet. Mit denen, die ich noch bekommen habe im Rad City, zentralen Teil da, waren es 20 Stück. Es waren 20 Packs, die ich geöffnet habe. Ich habe, ich glaube, 2 garantierte Spielerpacks dabei gehabt. Und Leute, ich drücke drauf in 3, 2, 1. Ihr könnt sehen, was ich gezogen habe. Ja. Aubameyang, Unai Simon, beide stehen noch da. Und ich dachte mir so, aha, das war es wirklich komplett. Ich habe sie einfach nicht gezogen. Es war schade. Ich hatte im letzten Garantierten, da stand nur noch Carvajal, Unai Simon und Aubameyang. Und es war halt Carvajal drin, Leute. Es war einfach Carvajal drin.
Ja, was soll ich sagen, ne? Ist halt leider so. Ich werde jetzt keine weiteren Packs hier öffnen. Ich werde einfach warten auf die neuen Packs und dann werden wir dort ordentlich nochmal was raushauen, Leute. Ganz klare Sache. Denn hier, ja, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr so krass. Die Spieler sind gar nichts mehr wert. Das ist ein Schmutzwert. Ich habe überlegt, Leute, ob ich mir vielleicht einen Carvajal ins Team stelle, Leute. Ich habe nämlich jetzt hier noch Kufal. Könnt ihr auch gern mal, ich glaube im Community-Tab werde ich euch einfach mal eine Umfrage reinhauen. Soll ich Carvajal oder Kufal spielen? Von der Chemie her ist das eigentlich, ja, jetzt nicht so verkehrt, denke ich mal. So, wir müssen es am besten mal tauschen. Eigentlich die beiden auch tauschen. Lol. Wieso ist ZM jetzt? Oh, lol. So muss es sein. Lul. Ja, die Chemie packt gerade ein bisschen rum. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Weil normalerweise habe ich Full Chemie. Das müsste auch eigentlich hier Full Chemie sein. Aber jetzt wird es mir gerade nicht angezeigt. Das ist ein bisschen blöd. Wenn ich jetzt so mache, ja, es müsste eigentlich Full Chemie sein. Aber ist es gerade nicht. Schade eigentlich. Jedenfalls, ich überlege mir gerade noch, ob ich mir einen Carvajal reinstelle. Weil mein jetziger Plan ist nämlich noch als ZM für Beckham Henderson zu holen. Als Stürmer Werner erstmal zu behalten. ZOM vielleicht Musiala. Ja, Musiala oder Reus ist auch noch die Frage. Ich tendiere aber eher zu Reus, weil ich den Skillboost schon habe. Aber mit der Chemie ist es auch gerade zur Zeit ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe derzeit wie viele Punkte noch? Ach, 13.000. Ich brauche Chemieboost, Leute. Ich brauche einen Chemieboost. Ganz klare Sache. So, schnell Chemieboost gekauft. Let's go. Zack, zack. Und jetzt ist es auch wieder alles in trockenen Tüchern. Jetzt ist wieder alles gut. 476, Leute. Puh. Durchatmen, Leute. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einen Carvajal reinstellen würde, dann wäre das wieder... Oh, alles perfekt, Leute. Alles perfekt, Leute. Also könnt ihr gerne abstimmen, ob Carvajal oder Kufal. Genau, ganz klare Sache. So sieht's aus. So, zeigt ja nicht noch heute die Quest auch nochmal abrufen. Jawohl. Genau. Also, Leute, gern abstimmen. Wichtig und richtig. Ja. Und jawohl, Leute. Das heißt, wir sehen uns doch, denke ich, dann mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal und tschüss.